Wann wird die Rente im Monat April 2023 ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Es ist wieder mal kurz vor Monatsende, April 2023, und jetzt häufen sich bei uns wieder die Anfragen zum Thema, wann wird denn eigentlich die Rente in diesem Monat, also im Monat April 2023, ausgezahlt? Denn das Monatsende im Monat April ist, wie wir hier sehen auf diesem Kalender, der 30. April, und das ist ja wohl bekanntlichermaßen ein Sonntag. Und wie wir ja wissen, wird ja sonntags keine Rente ausgezahlt. Und jetzt ist die spannende Frage, wann wird denn dann die monatliche Rente überhaupt ausgezahlt? Und da haben wir praktisch mehrere Fallkonstellationen, die uns hier das Gesetz sagt. Unter anderem Folgendes. Wir haben hier in dem Paragraph 118 Sozialgesetzbuch Nr. 6, gucken wir uns das nochmal genauer an hier, ja, Sozialgesetzbuch Nr. 6, gucken Sie hier, haben wir den Absatz 1 und der sagt uns, laufende Geldleistungen mit Ausnahme des Übergangsgeldes werden am Ende des Monats fällig, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Sie werden am letzten Bankarbeitstag dieses Monats ausgezahlt. Ja, also hier steht es, am letzten Bankarbeitstag dieses Monats ausgezahlt. Und für alle diejenigen, deren Renten nach dem 1.4.2004 ausgezahlt werden, ist immer die Rente nachschüssig zu zahlen, also immer am Monatsende. Ja, wir gehen hier noch mal ganz kurz in den Kalender rein. Wir haben hier den 30. und den 30. am Sonntag wird er nicht ausgezahlt. So, also müssen wir uns natürlich jetzt die Frage stellen, wird sie dann am Montag, dem 1. Mai ausgezahlt oder wird dann die Rente am Dienstag, dem 2. Mai ausgezahlt oder gegebenenfalls am 28. April 2023? Wir wissen, dass der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag ist, nämlich Tag der Arbeit. Da gibt es keinen Bankarbeitstag. Also wäre der nächste Bankarbeitstag der 2. Mai. Aber, meine Damen und Herren, wir gucken uns bitte noch einmal die Regelung ganz genau an. Hier im Paragraph 118. Sie werden am letzten Bankarbeitstag dieses Monats ausgezahlt. Und der letzte Bankarbeitstag dieses Monats ist dann der 28. April 2023. So ist die gesetzliche Regelung. Das heißt also für alle die Leute oder alle die Versicherten, das sind wahrscheinlich die Mehrzahl aller Rentenempfänger aktuell in Deutschland, werden die Renten nachschüssig für den Monat April am 28. April 2023 ausgezahlt. Das gilt auch für die Renten, die erstmals am 1. April für ab Beginn des laufenden Monats April bewilligt worden sind. Jetzt haben wir aber noch eine Regelung, die ganz interessant ist, nämlich den Paragraphen 272a. Und im Paragraph 272a steht Folgendes drin: Fälligkeit und Auszahlung laufender Geldleistung bei Beginn vor dem 1. April 2004. Bei Beginn, und da gucken wir mal in den Absatz 1 rein, bei Beginn laufender Geldleistung mit Ausnahme des Übergangsgeldes vor dem 1. April 2004 werden diese zu Beginn des Monats fällig, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden. Und jetzt kommt der entscheidende Satz: Sie werden am letzten Bankarbeitstag des Monats ausgezahlt, der dem Monat der Fälligkeit vorausgeht. Meine Damen und Herren, eine ganz interessante Regelung. Und zwar betrifft der Paragraph 272a alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner, deren Renten vor dem 1.4.2004 begonnen haben. Das können EM-Renten sein, das können aber auch hinterbliebenen Renten sein, das können aber auch Altersrenten sein. Und die bekommen ihre Altersrente oder hinterbliebenen Rente oder Erwerbsminderungsrente grundsätzlich am letzten Bankarbeitstag, der dem Monat,
Also in dem Monat, der dem Monat der Fälligkeit vorausgeht. Das heißt also, in unserem Fall bekommen diese Leute für den Monat Mai, also die Mai-Rente, auch am 28. April 2023 ausgezahlt. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen, die gesetzlichen Regelungen sind hierzu ganz eindeutig. Für alle die Leute, die nachschüssig die Rente bekommen, werden die Rente am 28. April 2023 für den laufenden Monat April ausgezahlt bekommen. Und für alle diejenigen, die die Rente vorschüssig bekommen, also für den Monat Mai, die bekommen auch die Rente im April 2023 und zwar am 28. April 2023 ausgezahlt, denn der 28. April 2023 ist der letzte Bankarbeitstag in Deutschland. Der 1. Mai ist kein Bankarbeitstag, denn das ist ein gesetzlicher Feiertag, Tag der Arbeit. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.